willkommen zu Teil 7 der Tutorial-Reihe. Heute alles rund um die Grundlagen zu Kopf und Fußzeilen in LaTeX. Wir schauen uns das alles an einem kleinen Beispiel an. Also ich werde das einfach live vormachen an dem Dokument, was ich schon vor 2 Episoden verwendet habe. Und ja, ihr könnt das dann, wenn ihr wollt, einfach parallel mitmachen. Ich glaube, da ist es auch ganz gut zu verstehen. Also, wir haben hier das Dokument. Ich zeige es nochmal kurz. Ich habe ein bisschen Text hinzugefügt. Also hier Startseite, Inhaltsverzeichnis, bla, Teil 1, Kapitel. Und dann eben irgendein Lehrtext und Teil 2 und weiterer Text. Ja? Wir sehen schon, obwohl ich jetzt noch keine Kopf- und Fußzeile eingestellt habe, haben wir in der Fußzeile hier die Seitennummerierung. Macht LaTeX, weil es so lieb ist bei der Dokumentklasse, glaube ich, ganz von alleine. Wenn wir jetzt eine Kopf- und Fußzeile einfügen wollen, geht das relativ leicht, ja. Wenn wir uns jetzt aufs Grundlegende vom Grundlegenden beschränken wollen, können wir einfach in die Präambel schreiben /PageStyle und dann in eckigen Klammern Headings, ja. Dadurch werden die Standard-Kopf- und Fußzeilen auf das Dokument angewendet. Problem ist dabei, wir haben halt leider keinen Einfluss auf die, ja. Die werden halt einfach gemacht. Ich zeige es euch mal kurz, wie die aussehen. Aber quasi, das wäre es quasi nur dieser Befehl und dann habt ihr Kopf- und Fußzeilen, ja, wenn ihr euch wirklich gar keine Arbeit machen wollt. Ihr seht, wir haben jetzt hier auf der Startseite immer noch keine Kopf- und Fußzeile, was auch gut ist, da wollen wir auch keine, da wird auch nie eine hinkommen. Im Inhaltsverzeichnis weiterhin bloß die Nummerierung, genauso wie hier bei Teil 1 und auch auf der Seite des ersten Kapitels. Allerdings hier, fällt auf, da haben wir dann unsere Kapitelüberschrift eben als Kopfzeile kursiv und als Fußzeile, weiterhin die Seitennummerierung, ja? So, ist jetzt eine Kopf- und Fußzeile halt nichts Besonderes, vielleicht reicht euch das, wenn nicht, zeige ich euch jetzt, wie man gescheit eine Kopf- und Fußzeile macht, ja, wie man darauf auch ein bisschen Einfluss hat. Also kommentiere ich den Spaß hier wieder raus. Dazu brauchen wir erstmal das Package Fancy HDR, wird hier eingebunden und dann setzen wir den PageStyle gleich auf Fancy, weil mit dem PageStyle, ja, der PageStyle wird von dem Package eben implementiert und mit dem können wir dann wunderbar arbeiten und Kopf- und Fußzeile super bearbeiten, ja. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich kommentiere das jetzt hier mal rein. Kopf- und Fußzeile, also jeweils Kopf- und Fußzeile bestehen aus 3 Befehlen, die diese Kopf- und Fußzeile eben formatieren. Wir haben hier /lhead, /chhead und /rhead. Vielleicht kann man sich schon denken, das steht natürlich für den linken Teil der Kopfzeile, lhead, lefthead, chhead für die Mitte und rhead für den rechten Teil der Kopfzeile. Dasselbe eben bei der Fußzeile mit l, c und r. Eben heißt es da noch nicht lhead, sondern lfoot, cfoot und rfoot. Ja? Man kann da jetzt reinschreiben, was man will. Ich habe jetzt hier einfach mal LaTeX Tutorial, Diplomarbeit eingeschrieben, ja. Ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht. Und in die Fußzeile in die Mitte den Befehl /thepage. Was, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, einfach die Seitennummerierung ist. Wenn man jetzt noch, ihr kennt sicherlich diese coolen Trennlinien, ja, die manche in ihrer Kopf- und Fußzeile haben. Wenn man die jetzt auch noch rein haben will, dann kann man hier mit dem Befehl, den ich jetzt auch gerade mal wieder hereinkommentiere, /renew comment und dann headRuleWidth und footRuleWidth die Dicke dieser Linien eben bestimmen, beziehungsweise überhaupt das Vorhandensein. Gibt man hier 0 PT an, hat man keine Kopf- und Fuß, in dem Fall Kopfzeilen-Trennlinie. Und bei 0,4 PT hätten wir jetzt eine Fußzeile, eine Trennlinie. Ich finde aber, das sieht ein bisschen blöd aus. Deswegen setzen wir das mal in der Fußzeile auf 0 und in der Kopfzeile auf 4. Und ja, gucken wir uns das mal an, wie das ausschaut. So. Wir sehen, es hat sich auf der Hauptseite im Inhaltsverzeichnis und hier bei dem Dings, Teil 1 Hauptteil, immer noch nichts geändert. Genauso wenig wie eben auf dieser ersten Seite, wo das erste Kapitel anfängt. Das ist nie der Fall, außer man erzwingt eben auf dieser Seite auch schon eine Kopf- und Fußzeile. Das geht, ist nicht besonders schwer, ist aber jetzt nicht Teil des Videos, könnt ihr einfach kurz googeln, das ist nur ein Kommando. Und eben nach diesem Kapitel beginnt die Kopf- und Fußzeile. Also wir sehen schon, ich habe hier die Trennlinie, die ich bereits erwähnt habe, auf der linken Seite LaTeX Tutorial, auf der rechten Seite Diplomarbeit stehen und in der Fußzeile weiterhin in der Mitte eben die Seitennummerierung, ja. Also relativ einfach zu machen und auch relativ leicht anzupassen. Wenn man jetzt in der Kopf- und Fußzeile nicht einfach nur Text haben möchte, wie jetzt hier LaTeX Tutorial oder eben Diplomarbeit, sondern, was meistens gewünscht wird, einfach die Kapiteldurchnummerierung, ja.
zum Beispiel, ja, die sich jetzt dann entsprechend der Seite einfach zum Beispiel das Überkapitel oben in der Kopfzeile anzeigt, dann geht das mit Befehlen wie zum Beispiel, den wir jetzt schon verwendet haben, Backslash the Page. Ich werde jetzt hier einfach mal kurz einblenden, die wichtigsten Befehle. Die kann man dann einfach in die Kopf- und Fußzeile eben reinschreiben und dann macht das Ganze von automatisch. Ich zeige euch das einfach mal kurz. Also so ein Standard, ja, ist, dass man in die linke Seite vom Header schreibt, also dieses Backslash SL Shape steht nur für Sans Serif, ja. Sieht ganz gut aus, ja, mit dieser Sans Serif Schriftart, das werdet ihr gleich sehen. Und dann den Befehl Write Mark und auf der rechten Seite der Kopfzeile wieder SL Shape und Left Mark, ja. Werdet ihr gleich sehen, was es macht. Gucken wir unser Dokument an. Dann haben wir jetzt hier in der Kopfzeile eben auf der linken Seite die Section quasi, ja, also 1.1 durchs Autumn und auf der rechten Seite eben das Oberkapitel Lorem Ipsum. Ja. Ich könnte jetzt auch nur 1 schreiben oder die vertauschen, ja, das ist völlig egal. Hängt halt einfach nur davon ab, wohin ihr diese Left Mark und Right Mark schreibt oder Kopf- oder Fußzeile, die gehen hier einfach in alle Felder rein. Ist, finde ich, jetzt auch relativ einfach zu machen und leicht zu verstehen. Wenn man einmal dieses Muster hier hat, dann kann man ja relativ einfach die Kopf- und Fußzeile anpassen, beziehungsweise die Trennlinie anpassen und so weiter und so fort. Ja, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen zu den Grundlagen, ja. Also wenn ihr noch mehr über Kopf- und Fußzeilen wissen wollt, wie zum Beispiel, wie viel Abstand ist jetzt zum Text oder sowas, also das ist schon alles einstellbar, geht jetzt aber hier für unser Tutorial ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Vielleicht werde ich das später in einem fortführenden Video nochmal genauer erklären. Bis dahin, danke fürs Anschauen. Und wenn es noch Fragen gibt oder so, einfach irgendwie in die Kommentare reinhauen oder so, ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.